Sie sind verhaftet wegen Mordes an Hugh Trosny. Sharon Solas, die wohl länger als jeder andere auf der Fahndungsliste des FBI stand, wurde gestern gestellt. 30 Jahre nach einem Banküberfall, bei dem ein Wachmann ums Leben kam. Du kommst zu spät. Ja, aber wenn ich nicht hier bin, kann man mich nicht feuern. Wer ist dein bester Reporter? Letzten Meldungen zufolge ist der mutmaßliche Terrorist Nicholas Sloan noch auf freiem Fuß. Hast du noch diese Freundin beim FBI-Regionalbüro? Ich weiß nicht, ob sie noch mit mir sprechen will. Bring mir was und du kannst deinen Job behalten. Was ist los? Du siehst komisch aus. Alles bestens. Kann ich die Akten einsehen? Aus alter Freundschaft? Nur weil wir auf dem College kurz was hatten, soll ich die FBI-Abhörprotokolle geben? Abhörprotokolle? Waren Sie bei Jim Grant? Wer ist Jim Grant? Das ist ein Anwalt, Mann. Ein vorbildlicher, alleinerziehender Vater, Stütze der Gesellschaft. Das gibt keine Story her. Mr. Grant, ich versuche mir bloß einen Durchblick zu verschaffen. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich checke seinen Werdegang. Nichts. Den gibt's einfach nicht von 79. Wir sind alle tot. Ein paar von uns leben wieder. Schule fällt heute aus. Wir machen einen kleinen Ausflug. Er ist es gewohnt zu fliehen. Was bedeutet, er ist im Vorteil? Ich hab ihn auf der Treppe! Schnell bleiben! Leute in unserem Alter wurden im Auftrag der Regierung ermordet. Wir haben Fehler gemacht, aber wir waren im Recht. Wir werden diese Typen fassen und ich hoffe, sie kommen mir dabei nicht in die Quere. Was werden sie tun? Mein Job. Das FBI war bei mir. Die sind angepisst, weil ich mehr rausfinde als sie. Sie richten großen Schaden an für viele Menschen. Sie ahnen nicht, wie großen. Ich will nichts damit zu tun haben. Hast du ihn umgebracht? Natürlich nicht. Nichts, was er tut, ergibt einen Sinn, wenn er wirklich schuldig ist. Wir haben ihm Zugriff freigegeben. Ich glaube nicht, dass er flieht. Er will seinen Namen reinwaschen. Geheimnisse sind gefährlich. Man will sie zwar aufdecken, aber dabei erfährt man noch viel über sich selbst. Ich hoffe, Sie sind dafür bereit.